Technische Trocknung bei Wasser- und Feuchteschäden. Ein Markt im permanenten Wandel. Da stellt sich die Frage, wohin geht die Reise? In den nächsten 45 Minuten möchte ich Sie einmal einführen in die Welt der technischen Trocknung. Ich möchte abgrenzen technische Trocknung im Rahmen der Sanierung von Wasser- und Feuchteschäden unter dem Aspekt der Betrachtung der Wirkung von Wasser und Feuchtigkeit in Gebäuden und den Aspekten einer natürlichen versus technischen Trocknung. Alles das dient dann der Vorbereitung für die Diskussion, wie der Markt für technische Trocknung im Hochbau gestern, heute und morgen aussah, aussieht oder aussehen könnte. Die Frage bleibt, ist es alter Wein in neuen Schläuchen? Bekommen wir etwas komplett Neues? Ich werde es versuchen, am Ende des Vortrags über einen individuellen strategischen Ausblick einfach zusammenzufassen. Tatsache ist, technische Trocknung gibt es seit Jahrzehnten. Der Trockner ist ein Beruf, auch wenn er als Berufsbild nicht anerkannt wird. Wir sagen eigentlich immer wieder, wir sind Trockner als Leidenschaft. Als Trockner wird man eigentlich geboren. Oh. Dabei ist die Welt der technischen Trocknung voller Spannung. Angefangen hat alles vor vielen Jahrzehnten mit dem Schweden Karl Munters, der in den Nachwirkungen des Kalten Krieges militärisches Gerät einfach nur über Luftkonditionierung vor Korrosion schützte und ständig einsatzbereit hielt. Dieses Klima kontrollieren hat seine Gültigkeit bis heute behalten. Es dreht sich alles ums Klima. So ein Kampfjet kann locker 15, 20 Millionen kosten. Die Hälfte davon geht einfach nur in teure Elektronik. Die Lebensdauer dieser Elektronik kann aber bei regelmäßigem, kontinuierlichem Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion in der Lebensdauer bis zu 50% verlängert werden. Das sind Millionen Vorteile. Das ist der Grund, warum derartige Jets in einem Shelter immer wieder so über Trockenluft instand gehalten werden. Derartige Prozessoptimierung finden wir heute überall im Alltag. Ob das Schüttgüter sind, Kunststoffproduktion, Brausetabletten, in der wasserbasierten Autolackiererei, in der Lebensmittelproduktion, selbst in der Raumfahrt, kommen wir ohne die entsprechende Luftkonditionierung nicht aus. Das Bild unten rechts zeigt zum Beispiel die Startrakete für das Space Shuttle. Diese wäre unter den strengen Einhaltung der strengen Richtlinien zum Korrosionsschutz der NASA gar nicht produzierbar gewesen, wenn man nicht eine riesen Leichthalle hätte bauen können und einfach über die Konditionierung der entsprechenden Luftfeuchtigkeit einen Nachweis erbringen konnte, dass zu keiner Zeit eine Korrosionsschaden sich hätte entwickeln können. Aus diesen ganzen klimatechnischen Überlegungen hat die technische Trocknung dann Einzug gefunden in ein Thema Bautrocknung. Und es geht hier einfach nur um Neubautrocknung und es geht auf der anderen Seite aber auch um Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden, die während der Nutzungsphase auftreten, in der Altbausanierung oder aber eben auch im alltäglichen Gebrauch. Und dann war der Sprung relativ nah zur Anwendung der technischen Trocknung in einer Trocknung nach Wasserschäden. Das Bild zeigt eindringlich, wie Parkett sich verhält, wenn es unter einem Wasserschaden entsprechend aufgequollen ist. Was sich hier im Kleinen abspielt mit enormem Druck, kann man sich nur unschwer vorstellen in einer Turnhalle, die entsprechend ausgestattet ist, wo sich solche Hölzer oftmals bis 1 Meter, 2 Meter hoch auftürmen können und das Betreten dieser Halle oft lebensgefährlich ist, weil man nie weiß, wie die Hölzer reagieren, wenn man anfängt, sie zu zerschneiden. Diese technische Trocknung nach Wasserschäden hat dann nochmal zu einer Renaissance geführt der Klimaüberwachung, weil im ganzen Handhabungsgeschehen rund um den Wasser- und Feuchteschaden ist in den letzten Jahrzehnten immer mehr das Thema Schimmelpilzsanierung in den Vordergrund gerückt. Kurzum, mit der technischen Trocknung ist ein großer Markt entstanden. Und dieser Markt ist von vielen Teilnehmern gekennzeichnet. Ich sage es aber immer wieder so: Technische Trocknung im Rahmen der Sanierung von Wasser- und Feuchteschäden bedeutet nicht, dass jeder, der einen Föhn halten kann, auch automatisch ein Trockner ist. Man muss sehr viel Fachkenntnis haben und Baustoffkunde haben, damit man weiß, wie Feuchtigkeit und Wasser mit den Bauteilen reagieren. Die Schadensprozesse, die wir in Gebäuden feststellen, sind zu differenzieren in physikalische Ereignisse,
chemische Ereignisse und biologische Ereignisse. Alles dies kann getrennt, miteinander, gemeinsam auftreten, je nach Schadensfall. Man muss auch nicht technische Trocknung durchführen. Ich möchte das an einem Beispiel erläutern. Dieses unscheinbare Gebäude hatte im rechten Teil einen Eingang in eine Sauna. Diese Sauna breitete sich noch unter dem gesamten Parkplatzgelände aus und war mehrere hundert Quadratmeter groß. Nach Insolvenz des Saunabetreibers hat man einfach abgeschlossen. Und man hat zu Kostenersparnis, weil ungeklärte Besitzverhältnisse waren und die Bank sich nicht einigen konnte, wie man mit der Insolvenzimmobilie vorgehen sollte, einfach den Strom abgestellt. So weit, so gut. Nur hat man vergessen, dass mit dem Ausschalten des Stroms auch die entsprechenden Pumpen nicht mehr in der Lage waren, die Feuchtigkeit aus dem Gebäude herauszuhalten. Das Ergebnis war eine fast komplette Flutung des Kellerbereichs. Das Ergebnis nach dem Abpumpen des Wassers war dieses. Hier sieht man ein Solarium in einem ehemals gefluteten Raum. Nach ungefähr einem Jahr, nachdem das Wasser abgepumpt worden war und man im Rahmen der technischen Trocknung immer noch aus Insolvenzgründen nichts unternommen hatte. Ähnliches verhält sich auch hier mit unserem Kosmetikstuhl, der immer noch gut erkennbar ist in seiner Funktion und man sieht eindeutig auch, dass Kunststoffteile oder eben auch der Kunststoffvorhang vom Schimmel deutlich weniger befallen sind. Das ist natürlich wieder ein Schaden, wenn man ihn nicht handhabt, der dann schon großes Geschütz bedarf, die Sanierung durchzuführen. Sicherlich kein Alltagsschaden. Hier sehen wir den Saunabereich, nachdem er komplett entkernt wurde und in der Kernsanierung anschließend wiederhergestellt wurde. Also, wenn man teure, aufwendige Sanierungen ersparen möchte, dann bedarf es einer technischen Trocknung, denn diese technische Trocknung verkürzt im Grunde genommen die Trocknungszeit, sodass also auch relativ schnell ohne Ausweitung des weiteren Schadenbildes mit der Sanierung begonnen werden kann. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen natürlicher Trocknung und technischer Trocknung? Ich habe es einfach versucht, einfach darzustellen. Es gibt allgemein physikalische Gesetzmäßigkeiten. Bei Zustandsänderungen in Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen, bei der Bewegung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen bei Diffusion und die Bewegung der Wärme bei Wärmeleitung, Wärmestrahlung und Wärmeübergang. Diese drei physikalischen Gesetzmäßigkeiten fördern wiederum spezielle Gesetzmäßigkeiten der Trocknungsvorgänge, die sich dann wiederum aus dem Zusammenwirken der drei verschiedenen Grundvorgänge ergeben. Klingt kompliziert, ist aber Teil unserer natürlichen Umwelt. Und so kennen wir die natürliche Trocknung auch besonders gut mit Sonne und Wind. Das heißt also, Wärme und Luftbewegung führt zu einer natürlichen Trocknung. Gerade im Sommer, wenn die Sonne strahlt, wenn die Temperaturen hoch sind, trocknet frisch gewaschene Wäsche auf der Leine extrem schnell. Das hat man sich zunutze gemacht, um dann auch die Möglichkeiten einer natürlichen Trocknung im Neubaubereich entsprechend sicherzustellen. Ich werde später im Vortrag nochmal auf die Historie der Bautrocknung und Neubautrocknung eingehen. Was sind denn jetzt die Möglichkeiten einer natürlichen Trocknung? Ich kann sie technisch unterstützen durch die Verwendung zum Beispiel der Kältetrocknung. Das ist ein Funktionsbeispiel eines Kondenstrockners, der Feuchtigkeit aus der Luft auskondensiert. Das Wasser wird in einem Behälter gesammelt, kann dann entsprechend per Behälter ausgekippt werden oder auch kontinuierlich abgepumpt werden. Die zweite große Variante, die wir haben bei der Vorgehensweise, ist die Verwendung eines Absorptionstrockners. Diese Erfindung geht zurück auf den Schweden Karl Munters. Hierbei wird feuchte Luft durch einen Sorptionsrotor geleitet, der mit Silikagel getränkt der durchströmenden feuchten Luft die Feuchtigkeit entzieht. Am anderen Ende heraus kommt trockene Luft. Diese zurückgehaltene Feuchtigkeit wird dann in dem drehenden Sorptionsrotor eingeführt in einen Bereich, der durch einen Lufterhitzer stark erwärmt wird. Durch diese Wärmezufuhr wird die Feuchtigkeit aus dem Silikagel herausgezogen und in der sogenannten Regenerationsluft abgeführt. Dieses Prozess
Dieser Prozess hat sich über Jahrzehnte bewährt und hat viele Vorteile und hat vor allen Dingen Trocknungen in Hohlräumen, Schächten und auch in Dämmschichten möglich gemacht. Die technische Trocknung hat den Vorteil, dass man sie jederzeit unabhängig von Sonne und Wind durchführen kann. Und wir haben gelernt, wenn man die Sonne als Wärmequelle nimmt, dass man sie bei fehlender Wärme also durch eine künstliche Wärmequelle entsprechend anwenden und verstärken kann, um somit den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Hierbei haben sich zwei Techniken entwickelt, einmal die Verwendung der Infrarottechnik, sogenannter Dunkelfeldstrahler, und auch der Mikrowellentechnik. Sie sehen hier ein Beispiel der Infrarottrocknung. Links sind noch die alten Verfahrensplatten, die in einem Ständerwerk aufgestellt wurden, damit also dann auch schadensarm zwischen Decke und Boden verspannt, dann direkt auf die Schadensstelle eingesetzt werden konnten. Das empfiehlt sich insbesondere, wenn ich kleine Durchfeuchtungen habe im Mauerwerk, die ich gezielt abtrocknen kann. Das ganze Verfahren ist natürlich auch immer wieder weiterentwickelt worden, wie vieles in der technischen Trocknung. Das IRIS-Infrarot-Energiesysteme-Verfahren setzt heute große Wandplatten ein, computergesteuert und digital überwacht. Bei der Mikrowellentrocknung geht es einfach darum, dass ich die eingesetzte Wärmeenergie noch weiter verstärke. Ich erreiche Temperaturen von bis zu 100 Grad in der Wandkonstruktion. Das führt dazu, dass ich dann entsprechend den Trocknungsprozess beschleunige durch den Dampfdruck, den ich in der Konstruktion aufbaue und damit auch die entsprechende austretende Feuchtigkeit einfach gut abtransportieren kann. Der Einsatz solcher Mikrowellen geht sehr schnell, ist sehr kosten- und energieintensiv und empfiehlt sich meistens nur, wenn entsprechende Betriebsunterbrechungsversicherungen vorliegen oder eben aus technischen Gründen besonders schnell getrocknet werden muss. Aber Obacht! Einsatz von Mikrowellen hat auch seine Grenzen und hat auch Gefahren in sich. Dieses Beispiel zeigt, wie ein Wohnherr sein Dachgeschoss relativ schnell bezugsfertig haben wollte. Er klagte aber noch über eine gewisse Restfeuchte und über Mikrowellentrocknung sollte diese binnen kürzester Zeit dann zu bezugsreifen Fertigstellung des Gebäudes führen. Leider hat die Mikrowelle in entsprechenden im Holz, im frischen Holz enthaltenen Harzen über einen Luftspalt eine große Temperatur erreicht, die zur Selbstentzündung der Harze führte. Nach Abzug der Trocknungstechniker hat man einfach das Gebäude stehen lassen und über diesen kleinen Schwelbrandquelle hat sich dann entsprechend das hier gezeigte Schadenbild gezeigt. Selbstverständlich konnte dieses Gebäude nicht so einfach kurzfristig bezogen werden. Mikrowellentrocknung findet heute nur noch verhältnismäßig selten ihre Anwendung. Das liegt aber nicht nur an diesem Schaden. Gehen wir mal zurück in den Markt für technische Trocknung im Hochbau gestern. Ich habe ja eine Quelle gewählt von Heinrich Zille. Die Neubautrocknung mit dem Trockenwohnen. Arme Leute wurden im Grunde genommen als Mieter in neu fertiggestellte Stadtvillen und Stadtwohnungen gelassen, um mit ihrer Körperwärme und durch das Beleben der Wohnung den Austrocknungsprozess im Gebäude entsprechend zu beschleunigen. Derartige Vorgehensweisen sind heute Gott sei Dank nicht mehr an der Tagesordnung. Aber aus diesen Zeiten wissen wir, wie sich gesundheitlich negativ ein feuchtes Wohnraumklima in Kombination mit Kälte auf den menschlichen Organismus auswirken kann. Dann gab es noch einen anderen Aspekt, nämlich den Holzschutz. Auf dem Bild sehen wir hier die Ursprünge der Firma Speidel Systemtrocknung GmbH. Auf dem Bild zu sehen ist einmal der Techniker Fiete Mohr und Hans Speidel am Lenker. Hinten auf dem Rücken hat Fiete Mohr eine entsprechende Druckpumpe mit Schlauchsystem, mit dem dann eben entsprechend Salz- und Holzschutzmittel aufgebracht worden sind. In den 60er Jahren dann begann Speidel auch mit den ersten Salztrocknern den Holzschutz weiter voranzutreiben. Die Klimasteuerung als Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit ist im Grunde genommen vorangetrieben worden durch die Entwicklung und Entdeckung des Absorptionstrockners, weil sich hier ein breites Feld der technischen Anwendung ergab. Die einführende Demonstration über Militärtechnik, Produktionstechnik, industriebezogen oder auch in der Lebensmittelbranche hat gezeigt, wie vielschichtig trockene Luft zu Produktionsprozessen verwendet werden kann.
Das war die Firma Munters, Your Perfect Climate. Wir betrachten sie in der Branche als Trockner, meistens als die Mutter vieler Trockner. Der Markt für technische Trocknung im Hochbau gestern war der Ausgangspunkt für die Entwicklung des Marktes, den wir heute kennen und bedienen. Es war die zunehmende Anwendung der technischen Trocknung in der Leitungswasserschadensanierung Anfang der 90er Jahre. Der Hauptmotor für diese Entwicklung des Marktes war die Kostenersparnis im Schadenfall. Denn nun musste im Falle eines Schadens die betroffene Wohnung nicht mehr leergeräumt werden, der Estrich entfernt werden und neu eingebracht werden, sondern es konnte oftmals unter Beibehaltung der Wohnverhältnisse über entsprechende Luftkonditionierung und entsprechende Saug- und Druckverfahren eine Trocknung der Dämmschichten erfolgen und damit war auch die Wiederherstellung der geschädigten Immobilie möglich. Hauptverfahren, die wir damals entwickelt hatten in dieser Sturm- und Drangzeit der technischen Trocknung, war die von uns bezeichnete MP-Methode. Mal probieren, denn es gab kaum verlässliche Erfahrungen im Umgang mit der Trocknung. Dann hat sich das natürlich als Markt etabliert und somit entstanden auch neue Verfahren und Techniken, weil die Industrie nun anfing, diese MP-Methode einfach zu kopieren und viele gute Ideen der praktischen Trocknungserfahrungen dann in industrielle Produkte umzusetzen. Und es entwickelte sich die technische Trocknung zu einem systematischen Prozess, gegliedert im Grunde in eine möglichst schnelle Reaktion zur Schadenminderung, indem man durchfeuchtete Gegenstände und alles, was zu demontieren war, aus dem Schadenbereich entfernte. Dann hat man in einer Schadensaufnahme systematisch versucht festzustellen, was war die Ursache des Schadens. Die Ursache wurde lokalisiert und die Ursache war, wenn sie beseitigt war, dann entsprechend auch keine Gefahr für weitere Durchfeuchtungsprobleme mehr. Dann konnte mit der technischen Trocknung begonnen werden. Wenn sie erfolgreich beendet war, dann war die Ausgleichsfeuchte im Objekt erreicht und ich konnte problemlos mit einer nachhaltigen Wiederherstellung der geschädigten Bereiche beginnen. Aus diesen Überlegungen der Bedeutung der Ursachenerkundung hat die Branche etwas entwickelt, was heute als Leckageortung bundesweit, fast weltweit angewandt wird. Und zwar über schadenarmen Technikeinsatz versucht man im Grunde genommen Ursachen zu lokalisieren, ohne immer nur zerstörerisch tätig zu werden. Zum Beispiel die Lokalisierung einer Schadensursache in einer Fußbodenheizung durch den Fliesenbelag hindurch. So entwickelte sich ein Nischenmarkt mit ca. 350 Anbietern bis zu den Überschwemmungsereignissen Anfang der 2000er Jahre. Dieser Markt war geprägt von vielen Neugründungen ehemaliger Munters-Mitarbeiter, die dann in entfernteren Bereichen der Republik mit eigenen Firmen den Trocknungsgedanken immer weiter in den Markt trugen. Wie sieht denn der technische Trocknungsmarkt heute aus im Hochbau? Ich bezeichne es mal als frühes heute. Das war das Aufkommen von Rahmenverträgen. Die Versicherungswirtschaft hatte auf der einen Seite den Nutzen erkannt, Sanierungsaufwendungen dann entsprechend besser kontrollieren zu können und zu vermeiden. Aber man wollte natürlich auch durch das Abschließen von Rahmenverträgen entsprechende günstige Preisgestellungen erzielen, weil man den Anbietern ja auch dann größere Auftragsmengen in Stückzahl und in Summe zur Verfügung stellt. Und es vollzog sich ein Wandel bei der Versicherung von der Schadenverwaltung zum Schadenmanagement. Man wollte aktiv in die Schadenereignisse eingreifen, um dann im Grunde dann über Schadensmanagementprozesse die Gesamtaufwendungen auch zu minimieren. Es erfolgte die Verknüpfung von Rückbau, Trocknung und Wiederherstellung zur Idee des One-Stop-Shopping. Alles aus einer Hand, um möglichst auch wenig Schnittstellen, Probleme zu haben. Dieses One-Stop-Shopping führte natürlich gerade in der Fläche her zu einer stark anwachsenden Zahl von Anbietern. Viele, die bisher sich mit der Wiederherstellung beschäftigt hatten, fühlten sich jetzt auch gemüßigt und genötigt über die technische Trocknung, vor dem Hintergrund der aufkommenden Rahmenverträge dann eben ihre Einnahmequellen zu vergrößern. Wie sieht das heute aus? Meines Wissens nach sind es über 4000 Firmen, die Leckageortung oder technische Trocknung heute anbieten, in irgendeiner Form. Der kleine Maler, der kleine Holzbodenbearbeiter. Die Dominanz der Rahmenverträge hat daran nicht viel geändert. Selbst wenn Versicherungen gerne
wegen der Digitalisierung, die heute ansteht, gerne mit großen Firmen zusammenarbeiten, ist der Flickenteppich einer bundesweiten Abdeckung immer nur gewährleistet durch die Einbindung vieler kleinerer lokaler Trocknungsunternehmen. Die beginnende Digitalisierung im Schadenmanagement wird diesen Prozess der Ausweitung größerer Organisationen allerdings beschleunigen. Denn hier geht es darum, Daten möglichst schlank zu erfassen, kontinuierlich zu bearbeiten, um die eigentliche Trocknung vor Ort gerät fast schon in einen Minderwertigkeitsbereich hinein, weil man gesagt hat, man muss die gesamten Prozesse erkennen, um die Vorteile zu haben. Aber der gesamte Prozess wird nie vernünftig ablaufen, wenn ich kein vernünftiges Trocknungsunternehmen am Anfang habe, was den richtigen Einsatz der richtigen Technik in der richtigen Dosierung zur richtigen Zeit in der richtigen Länge sicherstellt. Die Professionalisierung von Arbeitsweisen prägt diesen Markt umso mehr. Das Mal probieren ist längst vergessen. Heute gibt es jede Menge Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, die sich dann bei der Tätigkeit der Wasserschadensanierung entsprechend breit gemacht haben und zu berücksichtigen sind. Der Markt für technische Trocknung im Hochbau heute stellt ein ganzes Bündel von Problemen dar. Der Leitungswasserschaden verursacht immer noch zunehmend große Kosten. Und man behauptet immer mehr, er ist zunehmend in Häufigkeit, Größe und Aufwand. Das stimmt. Technische Trocknung, ihr wird vorgeworfen, sie wird zu oft angewandt, es wird zu viel getrocknet, es wird zu lange getrocknet und zu teuer getrocknet. Das ist eine Frage der Praktikabilität und Professionalität des Trockners. Wenn ich eine Schadensursache richtig erkannt habe, habe ich zur Behebung des Schadens die Nutzung eines physikalischen Prozesses, den ich technisch optimal unterstütze. Für einen Profi dürften diese Vorwürfe im Alltag nicht gelten. Die unternehmerischen Umfeldsysteme nehmen aber auch zunehmend Einfluss auf die Bearbeitung einer Wasserschadensanierung. Das Thema Schimmel erfordert ganz andere Vorgehensweisen. Die intensivere Diskussion von Schadstoffen, gerade gegenüber dem Einsatz von Handwerkern in Immobilien unter dem Aspekt des Asbest oder auch jetzt des Radon, zwingen immer mehr weiterbildende Maßnahmen der einfachen Trocknungsmitarbeiter, damit sie sich im Schadenfall auch richtig entsprechend bewegen. Und der Klimawandel fördert völlig neue Aspekte und Ansätze, gerade wenn es um Starkregenereignisse geht oder aber um Überschwemmungen. Und wie sieht der technische Trocknungsmarkt im Hochbau morgen aus? Für den Leitungswasserschaden würde ich sagen, die Häufigkeit der Trocknung wird zunehmen, weil wir werden relativ schnell reagieren. Wir wollen durch den Einsatz der gezielten Trocknung in vielen Schadensfällen das Schadenbild begrenzen. Aber durch Überwachungssysteme in den Leitungssystemen, gerade im Frischwasserbereich, ist das sehr stark im Kommen im Augenblick, sinkt der Durchschnittsaufwand für die Wiederherstellung. Und genau diese entsprechenden Sensoren, diese entsprechenden Verfahren, oft eingebunden in Smart-Home-Charaktere, werden den Markt maßgeblich verändern. Wasserschäden insgesamt, zunehmend in Häufigkeit, Größe und Aufwand durch Starkregen, Überschwemmungen und Sturmereignisse. Dieses Beispiel mit dem Tornado im Hintergrund und dem Command Center der Firma Belfort in Amerika zeigt eventuell auch einen Ausweg, wie wir in Zukunft mit solchen Schäden umgehen. Lokal begrenzt, massiv in der Schadenauswirkung, muss relativ schnell viel Material und Personal an einer Einsatzstelle koordiniert werden und entsprechend eingesetzt werden. Der Markt für technische Trocknung im Hochbau, wie sieht es denn morgen aus? Was die technische Trocknung angeht, es ist immer noch Physik. Das können wir Gott sei Dank nicht ändern. Wir werden eine Optimierung erleben der vorhandenen Techniken und Verfahren mit wissenschaftlicher Unterstützung. Wir werden effizientere und digitalere Gerätetechnik haben. Und durch den zunehmenden Einsatz in Permanentsystemen wie Be- und Entlüftungskonzepten wird technische Trocknung fester Bestandteil der Gebäudeinstallation. Für die unternehmerischen Umfeldsysteme ergeben sich viele Auswirkungen. Wir warten gespannt auf die Ergebnisse des nationalen Asbestdialoges. Dann gibt es die Bauherrenverantwortung und dann muss dem Handwerker vom Eigentümer mitgeteilt werden, inwiefern wo Schadstoffe im Gebäude vorhanden sind.
Ohne die Erkenntnis und Überprüfung dieser Situation darf der Techniker als Fachfirma eigentlich gar nicht mehr tätig werden. Themen wie Schimmel und Innenraumhygiene werden uns weiter verfolgen. Bei Schimmeln hat sich herausgestellt, dass es besonders gut ist, in Unterdruck zu arbeiten, um zu verhindern, dass sich Schadstoffe überhaupt im Gebäude verteilen können und dass dann auch entsprechende Sporen im Gebäude herumgetragen werden. Bei Radon, jetzt aufgenommen ins Strahlenschutzgesetz, da haben wir genau den umgekehrten Fall. Der beste Schutz vor Radon ist ein Überdruck. Wie hantiere ich also in einem Wasserschaden in einem Radongebiet? Und wie sind die Reaktionen auf veränderte Baustoffe und Bauweisen, die zunehmend den Trocknungsmarkt beeinflussen? Wir geben viel Geld aus für die Entwicklung von Dämmsystemen, damit wir Energieeinsparungen realisieren und den Umweltschutz vorantreiben. Das Ganze wird auch immer wieder überprüft, ob sie schwer entflammbar sind, wie sie sich im Brandfall verhalten. Aber die wenigsten Tests und Vorgaben existieren, wie das Verhalten ist im Fall eines Wasserschadens. Ist dann die Dämmschicht in einem Fertighaus zwischen meinen Gipsplatten ein Bioreaktor oder läuft das Ganze wesentlich harmloser ab? Die Vorgaben von Politik und Verwaltung in den einzelnen Bereichen werden immer feinstrukturierter und kleinteiliger. Es wird immer mehr vorgeschrieben, wie ich mich zu verhalten habe, wie ich meine persönliche Schutzausrüstung anzulegen habe, wie ich im Einzelfall zu reagieren habe. Und der Zwang zum systemorientierten interdisziplinären Denken, der steigt. Denn wie das Beispiel Schimmel und Radon zeigt, gibt es oft konkurrierende Situationen mit konkurrierenden, sich widersprechenden Rechtslagen. Wie könnte denn jetzt ein individueller strategischer Ausblick erfolgen? Für die Unternehmen der Branche zum Beispiel. Das Zusammenspiel Schadenmanagementsysteme großer Versicherer und Immobilienbesitzerverwalter schaffen eigene Strukturvorgaben im bisher nicht bekannten Ausmaß. Es entstehen große Organisationen. Und wenn man sieht, wie zum Beispiel große Immobilienverwaltungen im fast fünfstelligen Bereich schon Handwerker in eigene Organisationen ziehen, dann merkt man schon, dass also Immobilienverwaltungen und die entsprechende Instandhaltung und das Sanieren im Schadenfall ganz anders gesteuert werden kann. Die notwendigen Innovationen und Investitionen fördern große Unternehmensstrukturen, auch bei den Trocknungsunternehmen und Sanierungsunternehmen, bei denen das reine Sanierungsgeschäft in größeren Leistungsangeboten integriert wird. Das ist einfach so die Erfahrung, die wir machen können in gesättigten Märkten. Das Jahr geht zu Ende, die Wachstumsforderung steht an der Tür und entweder gelingt es mir, mehr meiner bestehenden Leistung an bestehende Kunden abzusetzen oder neue Kunden zu gewinnen oder aber im Grunde mit größeren Leistungsangeboten zu kombinieren. Und so wie Immobilienverwalter dann sich der technischen Trocknung und der Schadensanierung angehen, könnte ja auch das Sanierungsunternehmen entsprechend einsteigen und sagen, die Handwerker, die gut genug sind im One-Stop-Shopping, im Schadenfall ihre Immobilie zu sanieren, können sie auch jederzeit für Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten schadensunabhängig einsetzen. Hier können sich durch die digitalisierte Steuerung und Anbindung der entsprechenden Kundenstrukturen völlig neue Marktentwicklungen ergeben und auch Kräfteverschiebungen im Markt. Die richtige, wichtige Ressource ist aber der Mitarbeiter. Sie wird noch stärker zur Schlüsselgröße für den unternehmerischen Erfolg. Denn bei aller Digitalisierung, bei allen Innovationen und Investitionen, es ist und bleibt der Mitarbeiter vor Ort, der die Hauptlast der Sanierung, der Durchführung des Rückbaus, der technischen Trocknung und auch der Wiederherstellung entsprechend durchführt. Ohne das motivierte Einsetzen dieser möglichst qualifizierten Mitarbeiter werden wir die angestrebten Größen im Markt, was Qualität, Kostengünstigkeit, Effektivität und Effizienz angeht, nicht erreichen. Die Unternehmen der Branche habe ich mir auch mal vorgenommen und habe mir einfach aus den Beobachtungen meiner langjährigen Mitarbeit in Verbänden und bei der Erstellung und im Schreiben von Richtlinien das Zusammenspiel zwischen Sanierern und Sachverständigen einmal näher angeguckt. Ich bin davon überzeugt, dass sich dieses Zusammenspiel intensivieren wird.
Zum Beispiel durch virtuelle Teilnahme an Schadenaufnahmen vor Ort im Sinne von Bodycams etc. Der Fall, den ich jetzt beschreiben will, ist einfach zu benennen. Wir haben einen Schaden, der ist, sagen wir mal, vom Sanierer 40, 50 Kilometer entfernt. Rund 60 Kilometer entfernt sitzt ein entsprechender Sachverständiger, dem die Versicherung gerne hinzuziehen möchte. Ein Großteil der anfallenden Kosten sind Fahrzeiten. Durch den Einsatz von Bodycams im Rahmen der digitalisierten Schadensakten kann ich jetzt aber den Sanierer vor Ort schicken und er überträgt das, was er vor Ort sieht, live über Bodycam an den entsprechenden Sachverständigen, der zu Hause im Büro an seinem Schreibtisch sitzt. Ich kann sogar noch weitergehen und kann über ein Splitting dann gleichzeitig auch den entsprechend, wenn es von der Schadensgröße her erforderlich ist und angebracht ist, Regulierer einer Versicherung mit zuschalten. Und man kann gemeinsam vor Ort schon Maßnahmen besprechen und relativ schnell dann Entscheidungswege abkürzen. Inklusive einer entsprechend guten fototechnischen oder filmtechnischen Dokumentation. Die Schnittstelle 0. Der Zeitpunkt Ende der Trocknungsmaßnahme, Beginn der Wiederherstellungsarbeiten wird an Bedeutung gewinnen. Ich gehe davon aus, dass dieser Druck auf die Wiederherstellungsarbeiten bei einer sinkenden Zahl verfügbarer Fachhandwerker größer wird. Und wir konkurrieren dann immer mehr mit dem freien Markt der Wiederherstellung nach Schäden mit dem Markt der Renovierung und Instandhaltung. Hier kann man keine plausiblen Differenzen mehr ableiten, warum ein Sanierer zu anderen Stundensätzen tätig sein sollte als der Fachhandwerker, der das entsprechende Gewerk im Neubau oder in der Renovierung entsprechend durchzieht. Die Liquiditätsfrage wird aus meiner Sicht zum Königsmacherdisziplin. Liquidität bedeutet Flexibilität. Sie bedeutet auch, Probleme im Markt ausleben und aussitzen zu können. Gleichzeitig schafft sie den Handlungsraum, sich technisch umzustellen, sich auch personal zu verstärken, so wie es Bedarf ist. Dort, wo die Liquidität einmal in Frage gestellt worden ist, reicht oft ein kleines Missgeschick aus, das Wegbrechen eines großen Kunden oder, sodass das Unternehmen vor ganz großen Liquiditätsproblemen steht und meistens dann aufgrund der schwachen Renditesituationen über Rahmenverträge und Ähnlichem auch gar nicht mehr die Möglichkeit hat, hier einen zweiten oder dritten Anlauf zu nehmen. Für mich festigt daher das kooperative Verhalten, die eigene Position. Als kleiner Mittelständler ist es wichtig, eben nicht allein sich im Markt zu bewegen. Selbst als großes Unternehmen bin ich immer wieder darauf angewiesen, in bestimmten Situationen in eine Kooperation vor Ort zu gehen. Für mich bedeutet das aber auch, es kommt die Zeit starker, aktiver Fachverbände. Denn diese Fachverbände sind in der Lage, die gemeinsamen Interessen aller Sanierer, aller Versicherer, aller Sachverständigen dann entsprechend in einen Industriemarkt zu tragen, wo zum Beispiel innovative Neuentwicklungen bei Dämmstoffen, bei Leitungssystemen oder Ähnlichem auch unter dem Aspekt der Schadenträchtigkeit entsprechend Berücksichtigung finden. Wir brauchen im Grunde genommen Gebäudestrukturen in Zukunft, die wesentlich schadentoleranter sind, als wir sie heute haben. Und diese Art der aktiven Zusammenarbeit in Fachverbänden ist die große Herausforderung. Der GDV als Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft stellt einen solchen Fachverband dar. Der BVS ist das Pendant auf der Sachverständigenseite und der FSU und BBW stehen auf der anderen Seite in dem fachlichen Bereich der Sanierungstechnik. Hier gilt es im Grunde genommen, gemeinsame Vorgehensweisen zu entwickeln, um dort dann die entsprechenden Einflussmöglichkeiten auf den Gesamtmarkt entsprechend voranzutreiben. Insbesondere auch Einfluss zu nehmen auf Planer und Architekten, die für die Gebäude der Zukunft ja verantwortlich sind. Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Zuhören. Und ich kann nur werben, für alle, die dies noch nicht machen, werden Sie Mitglied in Fachverbänden. Zum Beispiel so wie wir, das Haus Belfort ist seit langen, langen Jahren Mitglied im FSU und engagiert sich auch entsprechend. Und bevor ich nun meinen Vortrag endgültig beende, denken Sie mal dran, die Problematik von Wasser in Gebäuden, die kann jeden treffen. Überall
auch wenn man gar nicht daran denkt oder anderes im Kopf hat. Danke für Ihre Aufmerksamkeit nochmal. Ein Beitrag von Belfort, Your Global Partner for Disaster Recovery.